Was denn damit? Einfach oben rum ein Druid, unten drum ein Mensch. Das wäre doch was. Ich glaube, ich nehme da. Verdammt, sind das viele Aufgaben. Ja, und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, wie nur Hobbits und natürlich auch Eglodon zu einem neuen Part Lego Star Wars, das Erwachen der Macht mit dem Zwergenfürst. Ja, wir sind hier direkt. Nein! Wir haben hier direkt verkackt. Sind wir direkt im nächsten Level gelandet. Die Mission ist, diese goldenen Dinger hier zu zerstören. Eins habe ich verpasst. Und die Dinger hier zu zerstören. 2 von 5. Und dabei. Es sind zu viele. Das schaffen wir nie. Ein goldenes Stats einzusammeln, also. Der wahre Jedi-Meister zu werden. Und dann noch alle Minikits und sowas einzusammeln, das sind viele Aufgaben. Das könnte kompliziert werden. 2 von 4. 3 von 4. Joa, entschuldigt das verwirrte Anfangen dieses Parts. Ja. Oha, da habe ich ein Minikit gefunden. Aber auch ein Part muss irgendwann mal so anfangen. Macht ihr das jetzt wirklich? Die folgen uns immer noch. Ja, nice. Ich habe, glaube ich, die Herausforderung noch nicht geschafft. Da muss ich, glaube ich, nochmal zurück und das Ganze neu starten. Erste Aufgabe ist erstmal diese goldenen Viecher zu zerstören. Da müssen wir ganz stark aufpassen. Da. Und da ist der erste. Und den ersten von diesen Druiden habe ich verpasst. Ein starkes Fluglevel. Zack. 2 von 3. 3 von 3 wartet dort hinten auf uns. 1 von 5 habe ich erledigt. Nein! Sowas von verkackt. Jo, jetzt konzentrieren, Zwergi. Ist ein bisschen chaotisch jetzt hier der Anfang des Parts, aber das ist halt so. Nein! Verdammte Scheiße! Ich die Goldviecher schon wieder verpasst. Das ist mir hier zu schnell. Ich kann mich auf alles gleichzeitig konzentrieren. 2 von 3, ja. Ordentlich scheiße. Und da die habe ich geschafft, okay. Vielleicht beenden wir mal das Level und gucken, was wir dann abgeschlossen haben. Dieser muss ich auch noch zerstören. So, gucken wir dann, was wir geschafft haben und machen zum Glück nochmal. Ja, dann müssen wir das Ganze hier nicht tausendmal nacheinander machen. Müssen wir ja eh aber. Ihr wisst, was ich meine. Müssen wir nicht mal recht warten. Zumindest den wahren Jedi habe ich schon geschafft. Hier fehlt aber noch ein von diesen Fintern hier, auf diesen in Bronzen und Bodenteilen. Und da drüben ist eins. Und was, wenn man das jetzt helfen soll? Naja. Ich sag ja mal die hier, die Kollegen. Scheinbar ja. Wir machen das wirklich. Und jetzt ziemlich viel geballert hier heute. Und ich frage, man kann mich hören, man kann keine Kommentare hören.
Und sie sind nicht vergebens. Das wäre schön scheiße, wenn man meine Kommentare nicht hören könnte. So, diese goldenen Dinger zerstören uns die Suchtruinen, die schwarzen Suchtruinen zerstören. Weil es gleichzeitig wird wohl kaum gehen. Da ist ein schwarzer Suchtruide. Den habe ich verpasst. Davon muss ich alle zerstören. Da habe ich schon wieder einen verpasst. Und da ist ein grüner Stein. Nein! Wie kann man die nur verfehlen? So ein Scheiß aber auch. Und, Schatzgegenstände muss ich auch noch einsammeln. Ich glaube, wir konzentrieren uns erstmal auf diese goldenen Viecher hier. Und dann machen wir diese Suchtruinen auf den Weg. Die hier zum Beispiel. Und so eine Scheiße aber auch. Sorry, ich habe halt die Reaktionszeit von Brot oder sowas. Ich kann dann so schnell nicht auf diese Viecher reagieren. Und die See sind schon fast vorbei. So, goldene Viecher. Die anderen holen wir später. In die goldenen Blockaden. 2 von 3. Und das dritte jetzt noch. Das dritte. Wo ist das dritte? Da ist das dritte, da ist das dritte, da ist das dritte, da ist das dritte. Yay! Schimmernder Sand. Okay, das haben wir schon mal geschafft. Die 5 Druiden holen wir dann später. Die Schatzgegenstände, die müssten ja auch noch irgendwo unterwegs sein. Das sind zu viele. Das schaffen wir nie. Und dann mal los. Wir müssen das Level ja beenden. Wird hier rausgeschnitten. Jo, machen wir. Fluglevel sind ja nicht so meins, aber gut, müssen natürlich auch erledigt werden. So, das haben wir freigeschaltet. 3 von 5. Der dazugehörige Charakter. So. So, jetzt diese schwarzen Suchtruiden finden. So, Augen auf, Zwergi. Wo sind die Viecher? Da! Da war einer, so ein Mist. Da ist einer. Augen aufgesperrt halten. 2 von 5. Ja, die Jäger nutzen uns jetzt nichts. Wir suchen nach diesen schwarzen Viechern, nach diesen Drecksviechern hier. Da hat er 2 verpasst. Und da ist noch einer. 3 von 5, ja. 5 sind auf dem Weg. 2 habe ich verpasst. So was aber auch. Ja, super viel Freude im Schnitt. So. Concentration. Da ist einer. Nein! Scheiße, zu spät reagiert. Da ist einer. Wieso schießt er nicht? Ich habe doch geschossen. Ich habe doch die Schießtaste gedrückt. Damit der Scheiße wieder 2 verpasst. 1 von 5. Ich kann quasi neu beginnen. Und da ist einer. Was? Wieso verfehle ich den? Du schießt doch wie wild. Da ist einer. Und wieder 2 von 5. Hier heute noch die Y-Taste kaputt. So, konzentrieren. Wo ist der erste? Da war der. Hab ich. Der nächste, dort hinten. Na, ah, scheiße, verfehlt. Was? Frage ist wann. Der erste müsste rechts sein, oder? Der erste war dort rechts. Der da. Nein, der war links. Und da ist noch einer. Los, zack, zack, zack. 2 von 5. Wo ist der nächste?
Ich kann es mir leider auch nicht merken. Da ist er. 3 von 5. 4 von 5 ist wo? 4 von 5, 4 von 5. Da war der. Nein! Scheiße, der war ja so versteckt. Kacke, kacke, kacke. Den schaffe ich eigentlich immer. Nein, noch einen. Ich sage hier. Oh, jetzt mit einem anderen. Ein Pferd. So, der erste müsste hier links irgendwo liegen. Und hier lenken ab, aber. Da ist er. Nein! Verfehlt. Zu langsam reagiert. 1 von 5. Wenn es jetzt zu langweilig wird, aber. Na, ordentlich. Ein Tierjäger. Der kann auch noch schlechter schießen, oder? Nein! Verfehlt. Schande. Wie kriege ich den Fratzen dort an der Ecke? Der dort hinter dem Gerät klemmt. Das ist mir ein Rätsel. Na, der klemmt dort hinten dran. Schaff ich doch niemals! Drei von fünf. So, nicht mehr. So, der hat mehr. Wumps. Der juckt mich nicht, die Jäger. Dich. Nicht aufhören. Da, visieren. Dort an der Wand steht er. Auf drüben. Das ist er. Ja, ich hab ihn. Nice. Wir müssen noch den letzten erwischen. Dich. Perfekt. Gesucht und gefunden. Nach dem wievielten Anlauf? Dem 10. Also dich noch. Dich noch. Irgendwo müssen die Schatzgegenstände verbuddelt sein. Die finden wir auch noch. In 3 von 5. Ein Minikit muss auch noch irgendwo sein. Holla. Da hinten ist noch was. 4 von 4. Hat nichts gebracht, aber gut. Irgendwo sind hier noch ein Minikit und Schatzgegenstände. Seltsam. Ich finde keine. Vielleicht im zweiten Teil des Levels könnte ich mir vorstellen. Sobald wir die hier abgeschlossen haben, hier. 7 und 8. Hier können sie irgendwo ein Schatzgegenstand versteckt sein, unter Umständen. Glaube ich aber nicht. So, nö, hier ist nichts. Naja, das meiste haben wir geschafft. Immer gesucht und gefunden. Und den Tigerpilot. Damit haben wir. Und ja, 4 von 5 goldenen Steinen und 4 von 5 Charakteren. Ein Minikit müssen wir noch. Ein goldener Stein und ein Charakter. Eine Charakter geht ja mit dem goldenen Stein, aber das können wir ja auch noch später machen. Weiter geht's. Nur noch die Schatzgegenstände und ein Minikit. Mit diesem Ergebnis kann ich mich zufrieden geben. Ja, ich hoffe, ihr auch. Heute soll es aber, wie ihr im Titel und wahrscheinlich auch schon im Thumbnail, ist egal, kann ich eh nicht aussprechen, gesehen habt, um die Charaktererstellung gehen. Jupp, da bin ich hier richtig. Aber vorher müssen wir hier noch dieses eine Ding freischalten. Hier in den Carbonitstein.
Den haben wir vor langer Zeit bekommen. In so einem Sidequest. Na, wen haben wir da? Anakin Skywalker aus Episode 1. Nice! Ein neuer Charakter. Jo, und hier kann man sich einen eigenen Charakter erstellen. Und was wir jetzt machen werden, dann hopp's mal rein. Wie ein Avatar. Sich einmal drauflegen und rein da. Dann kriegst du jetzt deinen eigenen Avatar. So, was haben wir hier? Der sieht noch nicht ganz so aus, wie ich ihn haben möchte. So, dann kann man hier als erstes unten auf dem unteren Bildschirm, den ich euch nicht zeigen werde, einstellen. Fraktion, da haben wir drei von drei zur Verfügung. Einmal hell, neutral und dunkel. Dunkel hat den Zugang zur ersten Ordnung, neutral hat keinen Zugang und hell hat Zugang zum Widerstand. Also, ich kann euch sagen, da verändert sich nicht sehr viel am Outfit, aber ich möchte meinen Charakter dunkel gestalten, also soll der dunklen Seite der Macht angehören, weil, ja, ich bin irgendwie ein Fan von der dunklen Seite der Macht. Ich mag das Dreizier, das möchte ich haben. Und so ein bisschen dunkler Charakter, der so ein bisschen durchtriebener ist, ja, das kann ich hier gebrauchen. Ich habe jetzt Nahkampf, Zugang erste Ordnung bleibt natürlich. Immer Thermal Detonator als Nahkampfmittel. Ein Stab, also den Stab von Way. Und den Stab von General Akbar. Ah, alle anderen Stäbe und Nahkampfmittel müssen wir uns noch freischalten. Immer Charaktere kaufen. Okay, also müssen wir erstmal mit denen hier hantieren als Nahkampfmittel. Dann würde ich doch glatt als Nahkampfmittel den Thermal Detonator benutzen. Da haben wir hier einen Fernkampf, einen Blasterpistole, einen Blaster von Ray, Blasterpistole Han, einen Blaster Finn, einen Blaster Leia alt, einen Blaster Leia neu, eine Armbrust von, ja, wie hieß er, Chewbacca, ein Gewehr der ersten Ordnung und ein Mega-Blaster. Den finde ich nice. Frage ist, ob ich dann auch ein Laserschwert dazu kriegen kann, wenn ich im Fernkampf schon einen Blaster habe. Na, ich schalte erstmal das ein, den Mega Blaster. Der sieht episch aus. Die Beine. Und da haben wir jetzt verschiedene Sachen. Wird mein Charakter gerne schwarz gestalten, so ein dunkler Charakter mäßig, so neuer Sith, neuer Bösewicht. Oh, die Hose sieht schon ganz stylisch aus. Dann noch ein passendes Outfit dazu. Nein, das darf weiter. Was ist denn da mit einem oben rum ein Druid, unten drum ein Mensch? Das wäre doch was. Ich glaube, ich nehme das. Das trifft es am ehesten. Meinen Vorstellungen. Ich glaube, da können wir später dann nochmal einen Charakter erstellen mit den weiteren Mitteln, die wir haben. Jetzt haben wir noch nicht alle Mittel. Oh, sehe ich gerade erst. Der hat eine Hand in schwarz und eine Hand in weiß. Das war vermutlich hier die Druidenhand von, die elektrische Hand von, sag schon, von Darth Vader, von Anakin. Gesicht, okay. Legen wir mal das Gesicht fest. Nee, so ein Maskierter will ich nicht sein. Ich nehme mal den hier. Ein bisschen zwergisches auch im Gesicht. So, ein Kopf. Obwohl, diese Kapuze sieht nice aus. Ja, diese Haare, die sind noch nice.
Die passen doch. Ich nehme diese Haare. Ist nicht vermummt, einfach offen. Ah, hier habe ich, kann ich Klasse einsetzen. Truppler der ersten Ordnung. Techniker der ersten Ordnung. Commander der ersten Ordnung. Ordnung. Jäger erste Ordnung. Dunkler Meister. Und Sith habe ich nicht. Ja, dann nehme ich den dunklen Meister. Passt schon. Eine große Minifigur. Minifigur klein. Minifigur klein. Ich nehme Minifigur klein. Das ist zwar das schöne Ding hier weg jetzt. Aber da bin ich ein kleiner Sith. Klitzekleiner Zwergen-Sith. Jetzt habe ich den Bogen zur Verfügung. Ach so, wenn ich klein bin, habe ich keine Fernkampfwaffen mehr zur Verfügung. Jetzt habe ich die Waffen ausgeschaltet, damit ist, dass ich klein bin. Mal sehen, was wird. Aber den Charakter finde ich so schon in Ordnung. Mal gucken, was der kann. Notfalls schalte ich mal auf hell hier. Was liegt das jetzt hier am kleinen Körper oder was, Rassismus oder was gegenüber dem kleinen? Gibt's doch gar nicht. Größe. Nur weil ich klein bin. Dann nehmen wir halt das hier. Jetzt kann ich die Waffen wieder einstellen. Ihr seid mir welche. Ja, auf der hellen Seite habe ich jetzt mehr Möglichkeiten. Glaube ich. Nö, habe ich nicht. Sag mal, kann das überhaupt sein? Ich möchte nur das dreischneidige Laserschwert. So, jetzt habe ich die Möglichkeit Widerstandskämpfer, Techniker-Widerstand, Guerilla-Widerstand, Stark-Widerstand, Widerstand-Held, Jedi. Na gut, dann bin ich halt ein Jedi. Kriegt ein Jedi auch ein Laserschwert, oder? Jo, Laserschwert! Dieser Schwert Finn. Schwert Kylo. Und genauso will ich das. Dann bin ich zwar ein Jedi, aber mit diesem Laserschwert. Yay. Nice. Jetzt einmal klein. Kann ich das auch klein machen? Habe ich dann klein und mit Laserschwert. Rassismus pur. Ich kann keine Waffen einstellen, wenn ich klein bin. Nur weil ich ein Zwerg bin. Habt ihr was gegen Zwerg oder was? Das kann ich so nicht hinnehmen. Das ist Jedi-Lehrling kann ich sein, wenn ich klein bin. Ach, bin ich ein Kind oder was? Bin ich ein Kind? Aha, aha. So läuft das hier also. Gut, dann bin ich halt ein Jedi-Lehrling und hab dieses Schwert. Ein Bogen. Okay. Okay, so kann ich es akzeptieren. Weil Zwerge keine echten Jedi sein können. Die können nur Jedi-Lehrlinge sein. Na ja, gut, muss ich jetzt mal akzeptieren, diesen Rassismus hier. Und dann, ja, mein Charakter erstellt. Nice, der sieht doch spitze aus. Den vielleicht mal in einem Level nutzen. Ich liebe dieses Schwert einfach. Ich bin halt ein böser Jedi. Anakin war ja auch ein böser Jedi. Nur nicht ganz Sith, aber auf dem Weg dahin. Die dunkle Macht ist mit mir. Genau so.
Warum ich die dunkle Macht bin? Ja, es macht auch einfach Spaß. Kommt schon. Man muss doch auch Spaß haben im Lego-Spiel. Nö. Kampfzwerg. Attacke. Wenn das nicht mal episch ist. Kann ich auch die Macht einsetzen? Bin ich Machtnutzer? Nachtnutzer? Ja, Nachtnutzer bin ich auch. Nutze ich gerne mal, um einige Projekte aufzunehmen. Um Videos zu drehen. Nutze ich die Nacht. Und deshalb bekomme ich wenig Schlaf. Aber Machtnutzer bin ich vor allem. Jo, hier habe ich mal offscreen was gesehen. Nämlich, dass ich jetzt hier rein kann. In die Ratarenjagd. So. Das werden wir wahrscheinlich im nächsten Part machen. Würde ich gerne im nächsten Part machen. In die Ratarenjagd. Vielleicht kann ich da sogar meinen neuen Charakter benutzen. Ja, ich würde dann mal sagen, ich beende dieses Level. Ich weiß nicht, wie lang es jetzt ist, ob es schon lang genug ist. Wenn nicht, dann ist es halt ein kurzer Part, ist halt ein kurzer Level. Quatsch. München bei Mario Maker. Nicht Levelersteller, sondern Charakterersteller Part. Ja. Habt ihr mal gesehen, wie man Charaktere erstellen kann und meinen Charakter gesehen? Ja. Möge die dunkle Seite der Macht mit euch sein. Gehabt euch wohl. Habt noch einen angenehmen fürstlichen Tag. Gebt diesem Video einen Daumen nach oben, soll es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf dieser Seite seid und ja nicht das nächste Video verpassen wollt. Haut rein.